von der Idee so tatsächlich, dass wir einfach ganz offen ein bisschen über unterstützte Kommunikation plaudern wollen, Fragen, Anregungen, was Sie schon immer mal irgendwie klären wollen, was Sie in Ihrem Alltag beschäftigt, was Sie vielleicht irgendwie als Angehörige, Eltern beschäftigt, was auch immer. Und das geben wir heute in die kompetenten Hände von der Sabrina Bär. Jetzt müsste ich wieder zu hören sein. Ich hoffe, du hast dir auch einen Kaffee geholt, Mareike. Ach, da sieht man ihn schon. Ja, natürlich. Ja, dann herzlich willkommen zurück zu unserer ersten inhaltlichen Session am heutigen Tage. Genau, die Kollegin hat es gerade schon gesagt, wir sind jetzt vom Sekt nach der Eröffnung auf den Kaffee umgestiegen. Es ist ja auch ein Kaffee-Talk-Format heute. Wir freuen uns, dass Sabrina Bär dabei ist. Frau Bär hat ein bisschen was vorbereitet, würde thematisch mit drei Fallbeispielen einsteigen, um einfach vielleicht eine Diskussionsgrundlage zu haben. Sabrina, deine Bühne. Vielen Dank, Mareike. Genau, ich habe gedacht, so zum Einstieg, ich habe gerade festgestellt, es sind tatsächlich vier Fallbeispiele und nicht drei. Habe ich aber drei ganz kurze Fallbeispiele mitgebracht, die mal zeigen, wie komplex und wie ja unterschiedlich unterstützte Kommunikation tatsächlich auch sein kann. Das erste Beispiel handelt von einem Jungen, der 3,5 Jahre alt ist und der kognitiv normal entwickelt ist, motorisch normal entwickelt ist, sprachlich aber so auffällig, dass er mit 3,5 Jahren gerade mal für eingehörte Kommunikationspartner ungefähr 20 Wörter hat, die einigermaßen verständlich sind. Und ansonsten plappert er einfach so drauf los, benutzt auch die Melodie, die dem Deutschen ähnlich ist, ist aber so gut wie nicht verständlich. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass sich bei ihm großer Frust breit macht, weil er vom Umfeld nicht verstanden wird und natürlich nicht das vermitteln kann und einfordern kann, was er gern möchte. Und hat jetzt lange Zeit auch logopädische Therapie hinter sich und wurde jetzt bei uns vorgestellt mit der Fragestellung, wie kann man ihn denn kommunikativ unterstützen? Erstmal, damit eine Verständigung möglich wird. Das zeigt bei diesem Jungen erstmal schon, es muss nicht unbedingt ein komplexes Bild vorliegen, damit man unterstützte Kommunikation, also damit man von unterstützter Kommunikation profitieren kann. Bei dem Jungen haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir erstmal angefangen haben, Kommunikationstafeln zu erstellen, wo Themen drauf waren, die für ihn wichtig, von Bedeutung sind und parallel erprobt haben, gibt es eine Hilfe, eine elektronische Hilfe, die ihn unterstützt und die ihm auch ein Sprachvorbild bietet, also wo er sich immer wieder, also wo er die Wörter auch hört und sich auch immer wieder selber sagen kann und sind dann tatsächlich auch fündig geworden. Es hat sich ein bisschen hingezogen, aber das ist so das erste Beispiel, das ich reinbringen möchte. Ein weiteres Beispiel, auch ganz kurz umrissen, ist ein Mädchen, das inzwischen 5 Jahre alt ist. Das hat eine Zerebralparese, das werden ganz viele von Ihnen wahrscheinlich kennen. Dieses Krankheitsbild, das Mädchen hat natürlich motorische Einschränkungen und ist von der Entwicklung verlangsamt, einfach weil es aufgrund diverser ja, Krankheitssymptome ja, viel Krankenhausaufenthalte durchlaufen hat, viel Therapie durchlaufen hat, Entwicklungsschritte nicht so machen konnte wie Kinder, die gesund sind und die sprachlich tatsächlich so ist, dass sie lautiert, aber kaum verständlich ist. Also wir Logopäden nennen das immer, sie hat eine Dysarthrie. Das heißt, sie weiß eigentlich, was sie sagen möchte, bringt es aber motorisch nicht so raus, wie sie es gern hätte. Bei diesem Mädchen haben wir natürlich auch erst angefangen mit Kommunikationskarten, mit Symbolkarten und sind inzwischen tatsächlich auch bei einer elektronischen Hilfe gelandet, weil die inzwischen so einen Wortschatz hat, dass der gar nicht mehr abbildbar ist über Tafeln, Einzelkarten und wir tatsächlich bei einer Strategie gelandet sind und sie jetzt auch mit ihren 5, knapp 6 Jahren inzwischen schon so viel Interesse an der Schriftsprache zeigt, dass wir das natürlich auch abbilden wollten. Gut, wir werden älter. Das nächste Beispiel handelt von einem Jungen, der 15 Jahre alt ist. Der hat eine Muskelschwäche, spricht auch, kann sich so verständigen. Dem sein Problem ist tatsächlich das Schreiben inzwischen, dass einfach die Muskelkraft in den Händen nicht mehr ausreicht, dass er sich gut schriftlich ausdrücken kann, was für die Schule natürlich ein großes Thema ist und auch für den weiteren beruflichen Werdegang. Und wir jetzt gesagt haben, okay, Schreiben handschriftlich ist schwierig, dann sind wir schon umgeswitcht auf Computerschreiben. Auch das wird zusehends mühsamer mit der Anforderung, die an ihn gestellt wird.
Und jetzt haben wir mit ihm, da gut sprechen kann, Dragon Dictation ausprobiert. Mhm. Das ist ein Programm, wo er praktisch über Spracheingabe diktiert und auch den Computer steuern kann. Und das funktioniert prima. Also ein ganz, ganz anderes Beispiel, wie unterstützte Kommunikation funktionieren kann, auch für sprechende Menschen, die aber ein motorisches Problem haben und vielleicht eine Computeransteuerung ermöglicht haben wollen. Mein letztes Beispiel, und dann hoffe ich, dass schon Fragen vorliegen vielleicht. Mein letztes Beispiel ist tatsächlich eine junge Frau, 43 Jahre alt. Die hat eine amyotrophe Lateralsklerose. Das ist eine Autoimmunerkrankung, die leider dazu beiträgt, dass die Menschen motorisch immer weniger können. Und bei der Frau hat es leider relativ früh angefangen, dass bei ihr die Motorik weggebrochen ist. Sie konnte am Anfang noch eine sprechende Schreibmaschine bedienen und zusätzlich eben auch noch die Sprechmotorik. Hat sich mit einer sogenannten sprechenden Schreibmaschine mit einem Alora ausgedrückt. Und das kann sie jetzt aber nicht mehr, weil die Handmotorik so schlecht geworden ist, dass sie eben nicht mehr die Tasten mit den Fingern bedienen kann. Und bei der sind wir jetzt gerade in der Erprobung für eine Augensteuerung und das funktioniert ganz gut. Und sind jetzt natürlich gespannt, wie schnell wir umversorgen können, weil natürlich hier auch ja die Zeit eine große Rolle spielt. Die hat einen sehr raschen Krankheitsverlauf leider. Und da ist natürlich jede Woche, jeder Monat, in dem sie noch gut kommunizieren kann und sich mit ihrem Umfeld austauschen kann, wertvolle Zeit. Genau, das war es von meiner Seite aus mal, so ein kleiner Einblick, wirklich ein ganz kleiner Einblick, wie unterschiedlich UK aussehen kann und doch auch jede Lebensphase bestimmen kann. Ich hüpfe einfach mal dazu. Mhm. Ich fand es ganz interessant, dass deine vier Beispiele ja eigentlich, das hast du bestimmt auch mit Absicht so gemacht, natürlich, relativ gut so gewählt sind, um einfach nochmal die Bandbreite von unterstützter Kommunikation zu zeigen. Ich denke, das ist uns auch immer ganz wichtig, einmal zu zeigen, dass unterstützte Kommunikation nicht nur Talker sind, also nicht nur Kommunikationsgeräte, sondern auch alle anderen multimodalen, hast du auch gesagt, Kommunikationstafeln, unterstützte Gebärden. Genau. Ganz viel auch Partnerstrategien, also Schulungen von Angehörigen. Das ist insbesondere vielleicht auch nochmal bei erworbenen Sprachstörungen relevant. Sonst wäre ja vielleicht nochmal interessant zu wissen, wir haben ja jetzt doch einige Zuhörer dabei, also so klein ist die Runde gar nicht, was ich ja sehr erfreulich finde. Sie werden wahrscheinlich auch aus unterschiedlichen Kontexten kommen, vermutlich sind auch einige Logopäden, Logopädinnen mit dabei, ob sie sich vielleicht in diesen vier Fallbeispielen wiedererkennen. Denn das wäre ja, also das würde mich mal interessieren, ob sie sagen, Mensch, kommt mir bekannt vor, Klient 1 oder Klient 2 und da würde ich einen ähnlichen Weg gehen oder bin ihn vielleicht schon gegangen oder ich bin vielleicht auch auf Schwierigkeiten gestoßen, sodass wir da ein bisschen ins Gespräch kommen können, was da vielleicht eine Unterstützung für Sie sein könnte. Also ich kann ja mal gerade zusammenfassen, tatsächlich, wir haben Logopädinnen mit an Bord und Logopäden, die sich da wiederfinden, das sehr gut wiedererkennen. Und tatsächlich, das war auch so ein bisschen der Einstieg, den ich gerade eigentlich versuchte. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie Logbook funktioniert und weil es hier tatsächlich darum geht, um praktische Organisation. Vielleicht einmal noch mal kurz zu sagen, ihr seid eine Schwerpunktpraxis mit unterstützter Kommunikation, wie sich das so etabliert hat, vielleicht da noch mal ganz kurz was umreißen und dann ganz konkret, wie ihr das praktisch organisiert. Also wie kann ich unterstützte Kommunikation abrechnen? Wie kann ich einen Talker bekommen? Schicke ich quasi als ambulante Therapeutin die Person zu einem SPZ, schicke ich die zu einer Heilmittelfirma oder kannst du das irgendwie, hast du Tipps, wie man das vernetzen kann, sodass man das begleitet und trotzdem ja auch abgerechnet bekommt? Denn das ist, glaube ich, für viele Therapeutinnen und Therapeuten eine große Alltagsfrage, wie finanzieren wir unterstützte Kommunikation, weil das einfach doch sehr aufwendig ist. Ja, kann ich. Also vielleicht, ich erzähle erst nochmal was zu uns. Bei uns ist es so, also wir sind eine Praxis und eine Beratungsstelle für unterstützte Kommunikation oder für den Schwerpunkt unterstützte Kommunikation. Wir haben Logopäden, Ergotherapeuten und haben auch Heilpädagogen und Erzieher tatsächlich an einigen Standorten. Momentan haben wir 3 Standorte in Bremen, in Aachen und in Rosenheim. Da sitze auch ich in Rosenheim. Wir sind überregional tätig, das heißt natürlich, unsere Praxis sitzt in Rosenheim, aber wir haben ein sehr großes Einzugsgebiet und das geht auch den Praxen in Aachen und in Bremen so als Anlaufstelle. Wir therapieren vor Ort, aber wir dienen auch so als Schnittstelle eben für Praxen vor Ort, die sagen, sie haben einen Klienten,
oder eine Klientin, die Bedarf in unterstützter Kommunikation hat, aber sagen, wir kommen jetzt hier gerade an unsere Grenzen, wir brauchen hier nochmal mehr Input, wir brauchen vielleicht auch Beratung, jemand, der uns an die Hand nimmt, jemand, der uns schult, also train the trainer sozusagen. Auch sowas machen wir. Also wir sind Ansprechpartner für Klienten ganz konkret, wir sind Ansprechpartner für Einrichtungen, aber wir sind eben auch für Praxen vor Ort Ansprechpartner, sodass wir da auch mal helfen und sagen, das ist der Weg, so funktioniert es, oder sagen, okay, wir kommen für ein paar Stunden dazu oder wir lassen uns eine zweite Verordnung geben und machen da alles. Also Therapie, Beratung, Begleitung, Schulung sind da sehr breit aufgestellt im Bereich unterstützte Kommunikation. Ich glaube, das beantwortet so vielleicht die erste Frage. Mhm. Was sind wir? Was machen wir? Die zweite Frage, wie wird es abgerechnet? Also da gibt es ganz viele verschiedene Wege. Wenn Sie jetzt aus dem Heilmittelbereich kommen und ich glaube, da waren die meisten Fragen dazu, gibt es bestimmte Indikationsschlüssel, die auch UK abbilden. Im Kinderbereich wäre das zum Beispiel SP1, also Störungen der Sprache vor Ende der Sprachentwicklung. Das steht als Ziel ganz unten im Heilmittelkatalog, Ausgangslage für Kommunikation zu herstellen. UK selber wird nicht explizit genannt, aber natürlich ist unterstützte Kommunikation Kommunikation ermöglichen oder alternative Kommunikation ermöglichen. Und darüber finden Sie das dann auch. Und im Erwachsenenbereich wäre es tatsächlich auch bei SP5 und SP6, also Aphasie und Dysarthrie, auch da steht erforderlichenfalls Schaffen eines alternativen Kommunikationssystems. Auch da finden Sie die UK abgebildet. Mal zur Verordnungsbarkeit. Dann war die Frage, wie kriegt man es finanziert? Natürlich einmal über den Heilmittelbereich, wenn das geht. Können wir gleich noch sprechen, ob alle Kosten damit gedeckt sind. Und ansonsten besteht natürlich die Möglichkeit auch nochmal, dass man über die Eingliederungshilfe geht. Auch das funktioniert. Das sind aber dann Einzelanträge, die man stellen muss tatsächlich. Es ist sehr breit aufgestellt. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man da gehen kann. Es ist nur so, dass die betroffenen Stellen, sprich die Kassen und auch die Eingliederungshilfe oder Bezirke, oft noch nicht so viel von diesen Paragraphen und von dieser Möglichkeit wissen, um das diplomatisch auszudrücken, so dass man da oft auch Erklärungswege gehen muss und viel Geduld und Spucke mitbringen muss. Das ist einmal der Weg, wie es funktioniert. Und ansonsten ist so die Herausforderung tatsächlich, dass wenn man direkt mit dem Klienten arbeitet, kann man das natürlich gut abbilden über Rezept. Aber was jetzt die Schulung angeht, was Widerspruch, Stellungnahme angeht, da wird es oft eine Herausforderung. Also wo man dann sagen muss, okay, wie kann man diese Leistung auch abbilden, damit man auch diese Zeit, und das ist einfach, wenn man eine Stellungnahme schreibt, für ein Kommunikationsgerät, und da kommen wir gleich dazu, da war ja auch noch eine Frage, wie funktioniert denn der Weg überhaupt zu unterstützter Kommunikation? Da schreibt man halt schon eine sehr ausführliche Stellungnahme und ist da dann schnell mal bei einer Dreiviertelstunde bis einer Stunde, wenn man geübt ist, wenn man sich ganz neu einfindet und ein bisschen recherchieren muss, dann natürlich auch mal länger. Das ist natürlich eine Zeit, die man auch vergütet haben möchte. Das kann ich verstehen und soll auch so sein. Dann würde ich jetzt auf die Frage eingehen, wie ist denn der Weg zu einem Hilfsmittel oder überhaupt zu unterstützter Kommunikation? Wichtig ist, denke ich, dass man erstmal den Bedarf feststellt. Das ist der erste Punkt, dass man sagt, okay, ich habe hier einen Klienten, eine Klientin, der hat eine kommunikative Einschränkung, in welcher Art auch immer, und der kommt mit den normalen Möglichkeiten, die reichen nicht aus. Wir müssen uns was anderes überlegen oder wir müssen uns noch was zusätzlich überlegen. Das möchte ich hier nochmal ganz ausdrücklich sagen. Es ist keine Entscheidung entweder oder. Wir müssen uns nicht entscheiden, entscheide ich mich für die verbale Sprache, also für die Lautsprache, oder entscheide ich mich für UK. Ich entscheide mich für beides. Und der Klient, die Klientin entscheiden letztendlich, was sie nutzen und was im Alltag auch förderlich ist. Und ich habe ganz viele Klienten, die reden, also die haben Lautweste und Lautsprache und die kommunizieren mit einem ausgewählten Kreis in Lautsprache, weil die sich eingehört haben und verstanden werden. Die wissen aber auch, dass wenn ich mit jemand anderem spreche, der vielleicht meine Lautsprache noch nicht
lesen, verstehen kann. Brauche ich eine Alternative? Brauche ich eine Gebärde oder brauche ich eben eine Bildkarte oder brauche ich eben eine elektronische Hilfe? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir können den Klienten eine Auswahl bieten und ihnen zeigen, was kommunikativ möglich ist, wie sie sich verständigen können, wie sie auch gehört werden können, wie sie vielleicht auch besser verstehen können. Da gibt es ja ganz viele Aspekte und müssen natürlich dafür sorgen, dass die das System auch erlernen, begreifen und das Umfeld das System auch anwenden kann. Und die Klienten und die Klientinnen entscheiden dann, mit wem sie welches System nutzen. Das ist erstmal, glaube ich, die erste Message, die ganz wichtig ist. Und wir sind praktisch Wegbegleiter. Wir begleiten die Klienten auf dem Weg, alternative Kommunikationsformen zu finden. Und da gibt es, wie gesagt, ganz viele Möglichkeiten, körpereigene oder körperfremde Kommunikationsmöglichkeiten. Und wenn ich aber in die Richtung gehe, wo ich sage, okay, da brauche ich irgendeine Hilfe dazu, sei es ein Symbolsystem, damit ich Symbolkarten erstellen kann oder Ablaufpläne erstellen kann oder eben auch Kommunikationstafeln erstellen kann. Oder ist es eine Gebärdensammlung, die ich den Klienten zur Verfügung stelle oder eine sprechende Taste, ein Gerät, wo ich vielleicht auch Geräte ansteuerbar machen kann oder eben bis hin zu einem Kommunikationsgerät oder wie vorher erwähnt, auch sowas wie eine Diktiersoftware oder eine spezielle Software, damit das Kind in der Schule besser Arbeitsblätter bearbeiten kann. Dann befinde ich mich im sogenannten Hilfsmittelbereich. Das fällt alles unter die Kategorie Hilfsmittel und die kann man beantragen, indem ich natürlich erstmal erprobe, was kommt in Frage. Und da habe ich mehrere Möglichkeiten. Entweder ich habe Materialien vor Ort, die ich probieren kann. Es gibt ja durchaus Praxen, die immer wieder Bereiche haben und sagen, ich erprobe erstmal und möchte es jetzt aber noch ein bisschen spezifizieren und sagen, okay, ich weiß schon, in welche Richtung es geht, aber vielleicht bin ich gerade nicht up to date, was es auf dem Markt alles so gibt. Dann kann man sich an eine Beratungsstelle wenden. Ich erkläre gleich noch, wo Sie die finden. Also es gibt die Gesellschaft für unterstützte Kommunikation in Deutschland. Da gibt es auch eine Homepage. Und da gibt es eine Suche für Beratungsstellen deutschlandweit. Da können Sie praktisch die Postleitzahl eingeben, eine Umkreissuche und finden Beratungsstellen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder Sie wenden sich tatsächlich, auch die Möglichkeit besteht, direkt an Hilfsmittelfirmen und sagen, ah, ich habe hier einen Klienten, das und das habe ich im Kopf. Kommen Sie doch bitte vorbei und bringen Sie Sachen mit und wir erproben gemeinsam und beraten Sie uns. Auch das ist eine Möglichkeit, die durchaus geht. Beides ist möglich, beides ist legitim. Man muss natürlich auch ein bisschen immer auf den Zeitaspekt gucken. Beratungsstellen sind oft, haben einen langen Vorlauf. Manche Beratungsstellen sind auch nur für den schulischen Bereich. Da komme ich gar nicht rein, wenn ich vor der Schule bin oder im Erwachsenenbereich bin. Also da muss man ein bisschen gucken, da muss man suchen, damit man den Weg dahin geht. Letztendlich wird dann immer mit dem Umfeld dann auch überlegt, was ist denn die geeignete Lösung. Ja, also wichtig ist, die Beratungsstellen und die Hilfsmittelfirmen, die geben Ihnen Ideen, Vorschläge und die Entscheidung letztendlich, was das Richtige ist, das trifft das Umfeld und ja, der Therapeut vor Ort, der den Klienten, die Klientin viel, viel besser kennt. Also es sind immer, ja, Vorschläge, die man da nimmt. Und dann ist es so, dass man zur Beantragung des Hilfsmittels braucht man ein Rezept vom Arzt, ein Hilfsmittelrezept. Da ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, dass das Budget neutral ist. Also ein Rezept für ein Hilfsmittel belastet nicht das Budget des Arztes. Da gibt es auch Infokarten. Vielleicht könnt ihr die nachher auch nochmal zeigen. Bei euch auf der Seite gibt es ja auch, Mareike, diese Infozettel, die man da mitgeben kann. Bei uns auch auf der Homepage findet man einen Flyer, wo das nochmal für den Arzt draufsteht. Also man braucht ein Hilfsmittelrezept vom Arzt, man braucht eine Stellungnahme und man braucht sozusagen einen Antrag, einen Kostenvoranschlag, den man bei der Kasse einreicht zur Bewilligung des Hilfsmittels. Und dann geht das seinen Weg. Das reicht man bei der Krankenkasse ein und die können dann sagen, ja, bewilligen wir oder ja, bewilligen wir, aber ein Alternativgerät oder nein, wir lehnen ab. Und da gibt es dann auch wieder ganz, ganz viele verschiedene Wege. Wenn eine Kasse sagt, ja, bewilligen wir, aber wir wollen ein anderes Gerät,
dann kann man erstmal sagen, okay, wir wollen das Gerät sehen oder nein, das haben wir erprobt, das kommt nicht in Frage. Oder wenn sie es ablehnen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, nee, wir widersprechen dieser Ablehnung. Das würde ich tatsächlich auch immer empfehlen, diesen Weg zu gehen. Und auch da gibt es bestimmte Fristen, die man einhalten und im Blick haben muss. Dann könnte vielleicht für den einen oder anderen von Interesse sein, würde ich denken. Du erwähntest das ja eben mit den Beratungsstellen. Ne? Also es gibt ja die Möglichkeit, zu einer Beratungsstelle zu gehen, eine Hilfsmittelfirma einzuladen. Was müssten denn Interessenten vorbereiten, wenn sie sich an eine Beratungsstelle wenden? Also muss man auch dort zum Beispiel mit einem Rezept schon hinkommen? Oder ist das von Beratungsstelle zu Beratungsstelle unterschiedlich, je nachdem, wie die interdisziplinär auch aufgebaut sind von den Professionen her? Also muss man sich vorab schon um etwas kümmern oder geht man erstmal dorthin und ja, kann sich beraten lassen? Also meine Empfehlung ist, dass man Kontakt zu dieser Beratungsstelle aufnimmt, weil es tatsächlich unterschiedlich ist. In den schulischen Beratungsstellen braucht man oft kein Rezept. Bei uns braucht man ein Rezept oder eine Kostenübernahmeerklärung, weil wir eben nicht an Schulsysteme angebunden sind und querfinanziert werden, sondern uns selber finanziert werden müssen. Aber das erfährt man tatsächlich immer von den Beratungsstellen. Manche Beratungsstellen haben auch einen Fragebogen, der vorab ausgefüllt werden muss. Das ist übrigens auch bei den Hilfsmittelfirmen so, dass die oft, um es besser einschätzen zu können, vorab eine kurze Erhebung machen oder man im Beratungsbogen ausfüllt, damit die sich besser darauf einstellen können, was sie alles mitbringen sollen, weil die ja nicht immer mit dem LKW vorfahren können. Und auch Hilfsmittelfirmen finden sich im Bereich der Gesellschaft für unterstützte Kommunikation. Also auch da kann man nach Hilfsmittelfirmen suchen. Und was mir gerade noch einfällt, es gibt natürlich auch noch diverse Blogs, wo man gucken kann. Und wenn Sie sich im Bereich Erwachsene befinden, mache ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung. Es gibt nämlich, wir als Praxis haben den Blog UK im Blick. Der beschäftigt sich mit dem Thema unterstützte Kommunikation im Erwachsenenalter. Und da geht es vor allem um erworbene Kommunikationseinschränkungen, also nicht um angeborene, sondern oft um erworbene, also um neurodegenerative Erkrankungen, beatmete Patienten, sehr breit aufgestellt, aber da finden Sie auch nochmal Informationen zum Thema Erwachsene und da findet sich auch nochmal ein ganz kleinschrittiges Vorgehen zur Beantragung. Also wie läuft das ab zum Beispiel? Ja. Also für Rea Vista gesprochen, kann ich an der Stelle ja auch nochmal sagen, dass es bei uns auch so ist, wenn eine Hilfsmittelberatung gewünscht ist, genauso wie Sabrina das eben nannte, ein Fragebogen ausgefüllt wird, um uns das ein bisschen zu erleichtern, die Vorbereitung. Das kann in Papierform erfolgen oder aber auch über die Rea Vista Website kann das Ganze digital ausgefüllt werden. Wir sehen jetzt hier gerade UK im Blick. Die Kollegin hat es nochmal aufgemacht für Sie, dass Sie es auch nochmal visuell sehen können, welche Seite Sie besuchen, wenn Sie da nochmal ein bisschen genau nachlesen möchten. Mich würde jetzt nochmal interessieren, wir hatten ja eben das Thema, habe ich wieder so ein bisschen aufgemerkt, man muss sich nicht entscheiden. Also man soll sich nicht entscheiden bei Unterstützerkommunikation, ob es jetzt ein Gerät sein soll, ob mit Gebärden gearbeitet wird, mit körpereigenen Kommunikationsformen. Ich finde auch, das kann man eigentlich nicht oft genug sagen. Das ist wirklich wichtig, dass es keine Entweder-Oder-Frage ist. Es ist ja häufig noch so, obwohl die UK ja jetzt gar nicht mehr so eine neue Disziplin ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass sich da ja doch immer noch viele Vorurteile im Feld halten und man immer noch hört, so ja, wie ist das denn, wenn wir jetzt ein Gerät versorgen, spricht er oder sie dann gar nicht mehr oder wird jetzt die eigene Sprachentwicklung dadurch verzögert oder sogar verlangsamt? Ist das was euch so im Feld auch immer noch begegnet? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Also was könnt ihr den Leuten an die Hand geben, wenn solche Ängste da auch mit ins Spiel kommen? Ja, es ist tatsächlich so, dass sich in dem Bereich unterstützte Kommunikation noch ganz viele Mythen halten. Eben das, was du schon sagtest, also man braucht bestimmte Vorläuferfähigkeiten, um überhaupt für UK in Frage zu kommen, ist ein weit verbreiteter Mythos. Oder auch das Thema UK ist das letzte Mittel der Wahl. Erst wenn alle anderen Stricke sozusagen bedient sind, gezogen sind, dann denken wir überhaupt erstmal an unterstützte Kommunikation. Oder was wir auch gerade im Kinderbereich ganz häufig hören, dass also wenn wir jetzt mit unterstützter Kommunikation kommen, das heißt mit Gebärden oder auch mit dem Talker, dann ist die Lautsprache gegessen, dann lernen die Kinder die Lautsprache nicht mehr. Also ich glaube, das sind so die drei häufigsten Mythen, die sich so halten. Da gibt es inzwischen tatsächlich ganz, ganz viele Studien zu diesen drei Mythen,
die belegen, dass die eben nicht stimmen, sondern dass eher das Gegenteil der Fall ist, dass unterstützte Kommunikation den Spracherwerb fördert, dass keine Vorläuferfähigkeiten vorhanden sein müssen, sondern dass man dem Kind, dem Erwachsenen erstmal ein Medium bieten muss und das Erfahrung damit sammeln muss, damit es dann auch damit kommunizieren kann oder verstehen kann, damit es eigeninitiativ werden kann. Also da braucht es Übung. Man braucht keine Vorläuferfähigkeiten, sondern man bietet es ihm an, bietet Modell, macht ganz häufige Wiederholungen und nimmt den Klienten, die Klientin auf den Weg mit. Was war das dritte? Ach, letztes Mittel. Ja, hatte ich ja vorher schon gesagt. Wenn gar nichts mehr geht, dann ist es leider tatsächlich, und auch das haben Studien gezeigt, so, dass ganz viele Kommunikationsnetzwerke weggebrochen sind. Also, dass die Menschen sich schon so zurückgezogen haben, dass eigentlich kaum noch kommunikative Anlässe bestehen und auch Kommunikation dann in dem Sinne gar nicht mehr gefordert ist, weil niemand mehr da ist zum Kommunizieren. Also je früher man UK einsetzt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man Kontakte knüpft, dass Netzwerke, die schon bestehen, auch bestehen bleiben und dass eben, wenn man es parallel einsetzt, ich habe ja vorher schon gesagt, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, das eine das andere begünstigen kann. Nämlich unter Service, da gibt es von uns auch einen Flyer, der heißt häufige Fragen und Mythen. Da ist das auch nochmal zusammengefasst mit mit Argumenten, also wo man auch nochmal nachlesen kann, sich den Flyer downloaden kann, so dass man auch was in der Hand hat gegenüber Pädagogen, Ärzten, was auch immer. Eltern vielleicht auch. Eltern, genau. Da besorgt das über Ängste vorliegen, ja. Und der Service? Mache ich gerne. Ich war gerade fleißig und habe nochmal andere Dinge schon geöffnet, um die auch nochmal zeigen zu können. Ich war noch nicht ganz fertig, aber ich denke... Entschuldigung. Also ich bin im Bereich Service auf der Logbook-Seite und jetzt leitest du mich. Und dann ist es Flyer zum Download. Mhm. Und da finden sich zum Beispiel das Thema zum Hilfsmittel, Flyer zum ganz unten und ansonsten oben. Jetzt muss ich mal hier näher rangehen. Unterstützte Kommunikation, häufige Fragen und Mythen. Das ist der vierte. Natürlich dürfen Sie auch alle anderen angucken. Einfach als Flyer, den ich als PDF immer runterladen kann. Genau. Sollen wir einmal gerade die anderen Sachen durchgehen? Ja, gerne. Also ich hatte jetzt nur noch mal auf dein, das ist ja jetzt schon mehrfach gefallen, natürlich möchten wir die, ist die Seite der Gesellschaft für UK. Ja. Da finden Sie einmal auch die, wenn Sie auf Profis klicken, die Referentinnen bei Familien, Beratung und Unterstützung. Das ist das, was du gerade gesagt hast, wo ich einen Umkreis suche habe. Da kann ich nochmal einfach weiter gucken. Generell lohnt es sich vielleicht nochmal hier zu gucken, auch wenn man sagt, als Therapeut, ich möchte mich fortbilden, bieten die auch die Basisschulungen an, um nochmal auf ein gleiches Level zu kommen. Über UK, macht ja Sinn, dass es bei über UK. Genau, die haben auch Flyer. Hier gibt es auch Publikationen und hier gibt es auch solche Thesen und nochmal Material, was man auch an die Hand geben könnte. Also auch hier lohnt es sich nochmal reinzugucken. Mhm. Die haben sehr viel, sehr gut aufgearbeitetes Material, auch Sachen tatsächlich in leichter Sprache, die man nochmal weitergeben könnte. Richtig. Was ich jetzt, also tatsächlich ist das Thema Vernetzung, das hast du ja auch gesagt, glaube ich, ein ganz wichtiges, gerade wenn ich als ambulante Therapeutin, Therapeut tätig bin, da sind, glaube ich, also habe ich dich richtig verstanden, dass man euch auch ansprechen kann, weil ihr eben auch im Sinne von Supervision da tätig sein könnt. Da kann man sicherlich auch im Rahmen der Risikogruppen der GESUG vernetzen. Mhm. Vielleicht nochmal ein weiterer Tipp für die Therapeutinnen und Therapeuten unter uns. Die Seite von dem Alexander Filbrand, der eine sehr schöne Seite rund um die Möglichkeiten des Nutzungs des iPads in der Logopädie hat. Und zwar hier vielleicht nochmal einen Blick erweitern, nicht nur hinsichtlich unterstützte Kommunikation, sondern auch, wie kann ich das Gerät nutzen, um mir zum Beispiel meinen Abrechnungsprozess zu erleichtern, um Dinge dabei zu haben oder auch um lautsprachliche Therapie zu machen in bestimmten Bereichen. Also eine sehr schöne Seite und es lohnt sich,
wenn wir da ein bisschen Werbung machen dürfen, den Alex auch mal live sich anzugucken. Der macht ganz tolle Fortbildungen für alle Therapeuten und Therapeuten unter Ihnen, wo es nicht nur schwerpunktmäßig um UK geht, sondern wie kann ich als Therapeut, Therapeutin das iPad in meiner Praxis einsetzen. Ja, das ist eine Empfehlung, auf jeden Fall. Dann wenn du schon gerade... Ja. Wenn du gerade schon Werbung machst, dann muss ich natürlich auch für unsere Online-Seminare Werbung machen. Ja, die sich natürlich mal hier hin. Die sind natürlich Termine und dann Online-Fortbildungen oder Online-Seminare, die sich natürlich um unterstützte Kommunikation drehen, aber nicht nur. Wir haben auch andere Themen und haben jetzt zum Beispiel nächste Woche UK in der Schule, hatten aber auch zum Beispiel Apps fürs iPad oder Apps in der inklusiven Schule. Also es gibt auch Seminare, die man sich noch im Nachgang als Aufzeichnung angucken kann. Nur schon so viel. Auf jeden Fall. Das ist tatsächlich ja ein sehr gut und wird auch sehr gut angenommen, gerade auch, weil ihr das anbietet, dass ich sie als Therapeut nicht zu den ausgewiesenen Zeiten gucken muss, sondern dass ich sie auch im Nachgang dann als Aufzeichnung mir irgendwie samstags morgens oder wann auch immer ich Zeit und Muße habe, noch angucken kann. Also das ist ja, glaube ich, für diejenigen in der Praxis unter Ihnen auch nicht uninteressant, dass man da so eine Flexibilität hat, das nochmal auch im Nachgang sich anzusehen. Richtig. Ich habe nochmal die UK-Kiste als ein Thema, wo man sich nochmal Sachen runterziehen kann. Wir finden ganz viele Materialien, die Nina Fröhlich, eine Förderschullehrerin, in einer wahnsinnig tollen Arbeit auch zusammenfasst und Ihnen auch als Gratis-Download zur Verfügung stellt. Also wer da mal Zeit und Lust hat, durchzustöbern, insbesondere wenn Sie interessiert sind an übersichtlichen Anleitungen für Apps und wie kann ich denn Dinge machen, ist das hier wirklich eine wahre Fundgrube. Und ich war gerade dabei, die Facebook-OK-Gruppe aufzurufen, aber da war ich noch nicht angemeldet. Da kam der Ruf nach einer kurzen Anmeldung. Ich denke aber auch, dass man die uneingeschränkt empfehlen kann, wenn Sie sich gerade vernetzen wollen, Fragen haben. Es gibt bei Facebook eine Gruppe Unterstützte Kommunikation. Da müssten Sie sich einmal, korrigiert mich, glaube ich, anmelden oder beitreten wollen. Genau, eine kurze Info an den Gruppenadministrator. Genau, und dann diskutieren da aus Österreich, der Schweiz und Deutschland ganz viele UK-Interessierte. Und man kriegt da, glaube ich, auch relativ zeitnah einfach eine Antwort. Ja, ich habe nochmal einen Hinweis. Wir haben auch eine, also Angehörige anwesend, die nochmal auf die Mediacom-Seite hinweisen. Da bin ich gerade dabei. Dann dachte ich vielleicht für Leute, die nicht so gerne so digital unterwegs sind, der Herbst kommt und man möchte vielleicht eher nochmal, ich mache es jetzt mal, also kaufen Sie es bitte nicht bei Amazon, aber ich gehe jetzt einfach nicht einmal so weiter. Wir kaufen es natürlich bei dem örtlichen Händler, aber ich habe gerade tatsächlich aufgrund der Aufregung dieser Live-Session nicht die Muße, das jetzt zu suchen. Also der Herbst naht ja und vielleicht möchte der ein oder die andere gucken, was es denn vielleicht auch an Literatur gibt. Wir können, denke ich, uneingeschränkt die Zeitschrift aus dem Van Lüpper Verlag empfehlen, unterstützte Kommunikation, die immer so kleine Artikel zu bestimmten, oder die hat immer einen Themenschwerpunkt und da kann man nochmal irgendwie Sachen nachlesen. Man kann auch bestimmte Themen nochmal im Nachgang einzeln kaufen. So, was ich Ihnen einmal, also wer also sich mit einem Buch vor den Kamin setzen, Leute, was ist denn das? Also, ich will es Ihnen gemütlich machen mit einem Kissen. Also, was wir, denke ich, sicherlich, was es an Büchern gibt, ist einmal von der Frau Kaiser-Mantel, Bayern-Region, die ist selber Sprachtherapeutin und hat unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie herausgegeben. Ein Ratgeber, der, denke ich, nie alt wird, ist die Barbara Wimmer, auch eine Sprachtherapeutin hier aus dem Ruhrgebiet. Halte ich mal die Fahne hoch für uns. Das ist tatsächlich ein sehr kurzer Ratgeber, den man gut auch an Angehörige weitergeben kann. Ich muss aber offen gestehen, dass ich nicht weiß, wie aktuell die Geräte da derzeit drin sind. Es ist eine Auflage
Umfrage von 2017 gerne mal reingucken. Dann Carina Lüke, die selber Referentin sein wird. Wer da nochmal mit ihr konkret diskutieren möchte, am Freitag hat zusammen mit der Kollegin Sarah Fock unterstützte Kommunikation bei Kindern und Erwachsenen herausgebracht. Und eigentlich möchte ich Ihnen gerne noch dieses Buch hier zeigen. Genau, unterstützte Kommunikation in der Logopädie von der Kerstin Nonn. Die war die erste, die das tatsächlich rausgegeben hat. Und also es war jetzt mein Da sind wir Fan. Muss ich sagen. Also das war ein sehr guter Überblick, insbesondere auch, weil sie ganz viel Platz hat, auch nochmal für Partnerstrategien, das COCP-Modell da drin. Also da gerne auch nochmal die Bücher, denke ich, Ukraine Sprachtherapie, Kaiser Mantel, unterstützte Kommunikation in der Logopädie von der Frau Nonn, sowie die beiden. Also einmal den Ratgeber, das ist tatsächlich eher jetzt nicht für Sie Fachliteratur, sondern das kann ich vielleicht Angehörigen, Kolleginnen, die gerade einsteigen, auch nochmal in die Hand drücken. Das ist ein ganz dünnes Heftchen, das schafft man als Klolektüre. Und bei Kindern und Erwachsenen, das ist das aktuellste Buch von der Carina Lüke. Und wer sich wirklich reintanken will und wer es ein bisschen theoretischer mag, das Kompendium kann ich Ihnen auch wirklich nur wärmstens ans Herz legen von Böhnisch, Wilke und wo habe ich es denn? Hier neben mir muss es doch sein. Wer ist der dritte Herausgeber? Das ist dann aber tatsächlich eher ein bisschen Theorie. Oh, Böhnisch und Sachse sind es. Kompendium der unterstützten Kommunikation, auch ein ganz wertvolles Buch, aber eben theoretischer. So, genannt worden ist noch die Metacom-Seite. Von einer Mama, die selber hier sich Sachen runterlädt. Das ist tatsächlich super auch, das Material. Wenn Sie auf metacom-symbole.de gehen, können Sie hier in den Bereich Downloads sich verschiedene Sachen einfach runterladen. Bitte immer nochmal auch die lizenzrechtlichen Sachen beachten, ne? Also, dass man da bitte nochmal darauf achtet, die Sachen nicht in Umlauf zu bringen, wenn man selber keine Lizenz hat für die Metacom-Symbole. Vielleicht kannst du da einmal was zu sagen. Die Therapeutin hat sagt, es ist einfach Wahnsinn, was an Geräten auf den Markt kommt. Ich glaube, das ist was, was wir auch sehen, dass ja gerade auch mit der Nutzung des iPads in der unterstützten Kommunikation einfach eine Fülle von Möglichkeiten auch nochmal sich aufgetan hat. Da zu überblicken, welches gerade sinnvoll ist, weil dann der Auftrag sozusagen an euch als Fachleute abgegeben wird, welches nehmen wir denn jetzt? Ob du da nochmal einen Tipp hast, wie man da in diesem ganzen Dschungel sich zurechtfindet und dann ja auch tatsächlich das Passende findet, ohne vielleicht irgendwas, was es noch gibt, gar nicht auf dem Schirm zu haben. Das ist ja wirklich eine Herausforderung. Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das ist die größte Herausforderung, in der wir uns gerade befinden. Einfach dadurch, dass durch diese Apps das noch viel kurzlebiger geworden ist als noch vor 5 Jahren, würde ich mal sagen. Mhm. Also auch der Herausforderung müssen wir uns auch stellen. Das ist tatsächlich so, dass wir das noch relativ gut leisten können, dadurch, dass wir halt den Schwerpunkt darauf haben und nur im Bereich unterstützter Kommunikation unterwegs sind. Wenn man jetzt eine normale Praxis ist, die hin und wieder mal UK-Patienten hat, dann schafft man das nicht, den Überblick dazu behalten. Also das würde ich tatsächlich so sagen, weil es sich so viel tut, dann würde ich tatsächlich immer mal wieder entweder Hilfsmittelfirmen einladen und sagen, stellt uns mal vor, was gibt's Neues. Oder eben, die Reha-Care ist natürlich auch immer ein super Anlaufpunkt, wenn man da alles Hilfsmittelfirmen hätte, wo man abklappern kann und einmal von Stand zu Stand gehen kann. Oder sich tatsächlich auch immer mal wieder mit den Beratungsstellen austauschen und sagen, so, was ist gerade Neues, gibt es was ihr empfehlen würdet? Es gibt auch tatsächlich so Listen von einer Sonderschulpädagogin, die zusammen mit der Hildegard Kaisermantel auch so eine Liste erstellt hat und die auch immer wieder aktualisieren. Also da kann man auch nachschauen. Es gibt tatsächlich, also früher war ja auch der UK-App-Blog von Igor sowas, aber der ist nicht mehr ganz so aktuell auf dem neuesten Stand. Kamen noch weitere Hinweise, die ich auch gerne mit Ihnen teilen möchte. Einmal nochmal der Hinweis auf die UK-Couch von der Monika Weigand. Die kann man uneingeschränkt empfehlen. Insbesondere diese pragmatischen Bücher, um dann nochmal mehr so eine Kommunikationsfunktion zu steuern. Und mit der Nina Fröhlich zusammen hat sie das Think Big zusammen entwickeln, was ich Ihnen auch gerne herzlich ans Herz lege, weil das wirklich ein ganz toller Ansatz ist, um Menschen nochmal mehr auch in Kommunikation zu bringen. Dann war noch der Hinweis auf der Seite der
Unterstützung Kommunikation, gibt es neben den Infos über die Beratungsstellen und Referenten auch einiges an Literatur und ein Lexikon. Das ist korrekt. Hoppla, jetzt habe ich aus Versehen den Link angeklickt. Das wollte ich nicht. Ich hoffe, ich kann es nochmal verhindern. Es gibt hier das Lexikon der UK. Das ist total hilfreich. Also wenn Sie mal über irgendwas stolpern oder wir vielleicht auch irgendwie gerade irgendwas hier reingeworfen haben, wo Sie sagen, was heißt denn das, kann man das hier sehr gut nachschlagen. Und da gibt es auch nochmal Hinweis auf Literatur. Genau, nochmal ein guter Hinweis. Dr. Karin Reber, das hier finden. Das wird gesucht. Jawohl. Perfekt. Jawohl. Und da gibt es Apps für Schule und Therapie. Ach, guck mal, da war jemand auch genauso schnell wie du und hat es parallel. Vielen Dank. Für wir alle genau, ich irgendwo drauf gehen. Ja, wenn du ein bisschen runterscrollst, gibt es da eben die Liste dann zum Download. Glaube ich, zumindest hier, in dem oberen, geh nochmal zurück, wenn du da reinhüpfst in dieses Apps. Ja. Ja. Okay. Und jetzt, und das, dann gibt es da einen Link. Okay, genau, da ist eine App-Liste. Genau. Und da sind zum Beispiel auch Apps für unterstützte Kommunikation aufgeführt, aber man hat halt dann nur die Strategien, wo es eine App gibt, also nicht wo auf einer anderen Hardware laufen. Mhm. Ja, das muss man einfach sagen. Ja, genau. Aber die kann ich tatsächlich auch empfehlen. Gut, findet man auch andere Apps, die über Kommunikationsstrategien hinausgehen, wie Ursache-Wirkung, Rechnen, Schreiben, also ganz, ganz viel eben. Auch sowas wie Touch erlernen, solche Sachen können ja auch Thema sein. Genau, die finde ich sehr gut. Schau mal, was ich hier noch so in meiner Linkliste habe. Ach ja, das Glücksforum könnte man vielleicht noch nennen, wenn man schon dabei ist. Ist ja eher regional Baden-Württemberg, wobei es auch überregional genutzt wird. Also wurde mal ursprünglich von Baden-Württemberg initiiert. Ja, ich glaube, das sind so. Da möchte ich auch nochmal Werbung für machen. Es ist immer noch existent und Sie finden hier auch tatsächlich super Sachen in der Historie. Also dass, wenn Sie jetzt irgendwie sagen, verdammte Axt, wie war denn das? Ich möchte gerne irgendwie was zur Diagnostik machen. Dann können Sie hier in der Suche das auch eingeben und kommen nochmal auf alles, was da auch in den vergangenen Jahren nochmal an Rückfragen kommt oder was man da nochmal ergänzen kann und nicht ergänzen, was man nochmal nachlesen kann und hier ist immer noch ein guter Fundus auch an Sachen. Auch wenn Sie da aktuell Fragen stellen, kriegen Sie da immer noch Antworten. Auch wenn viele Sachen sich ja eher in Richtung Facebook verlagern, so wie der UK-App-Blog, den Sie ja jetzt mittlerweile auch bei Facebook als, dann ist es eine Gruppe, nehme ich an, ne? Finden. Hier kam nochmal eine Ergänzung zu der Liste von der Frau Dr. Reber, hieß sie Reber. Reber, ja. Reber, da kommt man ja ganz durcheinander. Frau Reber, mit dem Hinweis, dass die im Bereich für unterstützte Kommunikation wohl nicht ganz vollständig ist oder nicht ganz up-to-date. Das ist tatsächlich, glaube ich, immer ein Problem. Wollte ich gerade sagen. Vielleicht dann doch auch nochmal der Hinweis auf den UK-App-Blog. Ich mag also viele Sachen, die ist wirklich gut gepflegt, auch die Liste, die machen sie nochmal neu. Das wäre nochmal eine Alternative, beziehungsweise dann diese Inhalte auch bei Facebook eingeben, da finden Sie den Igor auch wieder. Ich glaube, der Zeitwächter winkt 5 Minuten. Genau. Wir sind jetzt auch schon 5 Minuten tatsächlich vor Schluss und nähern uns jetzt dem Ende unseres Kaffee Talks, unseres ersten, unserer Premiere hier. Mein Kaffee ist auch alle mittlerweile. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Frage wäre natürlich ganz grundsätzlich, wie hat Ihnen das gefallen? Ist das ein Format, was Ihnen gefällt oder nicht? Ja. Wir auch einfach ein bisschen dazulernen können. Ne? Also war das gut so mit einigen vorbereiteten Inhalten? Sollte es lieber noch offener gestaltet werden? Einfach mal uns ein Feedback geben, das würde uns freuen. Und ja, ansonsten freuen wir uns, dass Sie uns hier über die Stunde hindurch begleitet haben. Mir hat es Spaß gemacht. Ich fand das ganz spannend, das jetzt mal so auszuprobieren. Ganz großen Dank natürlich auch an Sabrina Bär, dass sie uns hier mit ihrer ganzen Expertise zur Verfügung gestanden hat. Ich denke, das war doch wirklich spannend, mal so aus der Praxis ein bisschen zu hören, wie es denn so funktioniert, wie die Wege sind, wo Barrieren sind, aber auch wo die wirklich die großen Vorteile dann auch bestehen. Das haben wir ja schon ganz am Anfang bei den Fallbeispielen gehört, wenn es denn wirklich zu einer Versorgung kommt, welchen Mehrwert das Ganze haben kann.
Ich würde mich dann schon mal vielleicht noch, bevor die Steffi übernimmt, auch bedanken, dass ich hier sein durfte und dass ich den Talk gestalten durfte. War für mich auch der erste Kaffee-Talk. Also auch eine neue Erfahrung. Und dabei trinkst du gar keinen Kaffee. Und musste auch tatsächlich etwas improvisieren. Aber es hat geklappt. Ich bedanke mich für die Fragen. Ich bedanke mich für die Möglichkeit. Dann gebe ich dir aber, ich glaube, du möchtest auch wieder in die Therapie nochmal mit. Vielen Dank. Ich fand den offenen Austausch sehr gut. Dann habe ich hier nochmal, als Mutter finde ich die Kaffee-Talk spitze, da man als Angehöriger oft vor einem Berg an Info steht und sich allein gelassen fühlt. Ich fand es prima. Tatsächlich möchte ich Ihnen da gerade auch mal meinen Respekt aussprechen. Das ist tatsächlich für Angehörige eine große Herausforderung, glaube ich. Und ich hoffe, Sie können irgendwie in diesem ganzen Boost jetzt das eine oder andere mitnehmen. Wie immer auch, also tatsächlich ist Netzwerken, sich mit anderen austauschen, glaube ich, immer das Wichtigste. Und da sind die Kolleginnen und Kollegen von Logbook, von GESUG, glaube ich, auch echt eine gute Adresse. Die Sabrina möchte, glaube ich, weiter. Ich bedanke mich. Ich fand es toll, hör dir immer gerne zu, kann von dem ganzen Erfahrungsschatz auch immer noch mal was mitnehmen. Also vielen Dank dafür und die Spontanität. Und würde dann noch Dankeschön. Organisatorische Sachen mitgeben. Einmal kam noch der Hinweis, dass die, also wenn man nochmal Materialien sucht oder so, gibt es natürlich neben dem, wir haben gerade Metacom einmal gezeigt, als eine Seite, die von einem Hersteller gepflegt wird, nämlich von der Frau Kitzinger als die Dame, die Metacom-Symbole betreut, gibt es sowas auch für andere Hersteller, für Tobi Dynavox. Damit bin auch ich jetzt am Ende mit denen. Auf Wiedersehen.